Ja, liebe Freunde, heute kann ich euch einen Bluetooth-Kopfhörer vorstellen. Der sitzt also auf den Ohren. Wir packen den zunächst aus. Ein kleiner Aufbewahrungsbeutel ist dabei. Ein AUX-Kabel ist auch dabei. Also man kann den auch ohne Bluetooth betreiben. Jetzt klappt man den mal auseinander. Auf den ersten Blick ein sehr, sehr gefälliges Design. Man kann also die Hörer klappen. Man kann auch die Bügel ausziehen, dort die Bedienelemente, die allerdings etwas schwer gehen. Hier die Federung des Bügels und auch die Ohrmuscheln sind gefedert. Aber man sieht schon, das sind nicht allzu große Ohrmuscheln. Man kann auch nicht allzu weit ausziehen. Also hier drückt der Schein, liebe Freunde, das werdet ihr dann in meiner Zusammenfassung sehen. Dort kann man es aufladen. Hier zeige ich euch nochmal, wie man ihn ausziehen kann. Das ist also eine sehr geringe Verstellmöglichkeit und so sitzt er auf dem Ohr. Jetzt die Plus und Minus. Hier überwiegen eindeutig die Minuszeichen. Ich kann diesen Hörer nicht empfehlen, vor allen Dingen, weil er ein ganz, ganz miserables Klangbild hat. Er ist nicht mal für ein Lesebuch geeignet. Danke für eure Aufmerksamkeit.